Und damit willkommen zurück zu Pretty Old Pixel. Mein Name ist Selma und weiter geht's mit Pacific Strike. Die letzte Mission hat ja nicht ganz so geklappt. Träger zwar gefunden, nicht den, den man finden sollte, und dann irgendwie ein Patrouillenboot oder ein Begleitschiff versenkt. Er sagt, okay, vergiss das, was ich vorher gesagt habe. Vielleicht habe ich übertrieben. Ich wollte dich nicht beunruhigen. Und er hatte vorher gesagt, dass die Japaner langsam zurückschlagen müssen. Ja, genau das meine ich. Schon fast ein ganzer Tag vergangen, seitdem wir sie angegriffen haben. Und kein Angriff oder Gegenangriff ist erfolgt. Vielleicht haben wir Glück gehabt. Was sagt Jester? Ah, die Japaner waren nicht so gut. Und ich hatte Angst vor den Zeros sozusagen, war besorgt über die Zeros. Und ja, berechtigterweise antworten wir dann, ja, ich denke, die hatten nicht die besten Piloten auf dem kleinen, ja, Support Carrier. Jester ist der Meinung, wir haben schon die besten von denen getroffen. Das sehe ich auch nicht so. Bei der nächsten Beförderung achtet mal drauf. War hier nicht noch ein Bild in der Zwischensequenz? Briefing Room, okay. Mit dem haben wir ja schon gesprochen. Ja. Ah, eine Wildcat. Geht's für die nächste Mission. Sehr gut. Ah, schön Sie zu sehen, Mr. Pixel. Das sagt man ja normalerweise nur, wenn man als Letzter dazu kommt oder da gewartet haben. Wir haben die Japaner diesen heute Morgen getroffen, aber bis jetzt noch keine Antwort. Reaktion. Na, irgendwas stimmt da nicht, Sir. Die Aufklärungs... Achso, deren Aufklärungsflugzeuge haben uns entdeckt. Das wissen wir. Und wir wissen, dass da immer noch zwei weitere japanische Träger irgendwo da draußen sind. War es nicht eben noch einer? Also nicht in der letzten Mission? Klaus, ich will, dass du Combat Air Patrol über der Enterprise fliegst. Steig auf und... Sei bereit für Ärger. Die Schlacht ist noch nicht vorüber. Okay, Bomben brauche ich nicht. Ist der, ja, der Schatten ist auch überm Flugzeug. Jetzt ist er unterm Flugzeug. Jetzt ist er, ah, okay. Interessant. Jetzt haben wir irgendwie zwei Schatten, aber das wird wohl unser Flügelman sein. Der bestimmt vor uns gestartet ist. Ja, da ist er ja. Ich kann noch nicht fliegen. Steuern. Jetzt. Okay, muss ich hier warten? Nee, ich habe wirklich so Patrol Points. Wie komme ich denn jetzt? Leck mich am Arsch. Ja, dann halt so. Jetzt fliege ich dahin, wo ich bin. Ich hoffe dann aber wieder so weit zurückgesetzt zu werden, dass ich einfach A drücken kann, um zum... Nein! Ja, das war total easy. Leichte Mission. Was soll ich sagen? We finally entered Crack Pilot, Sir. Nein, wir sind in... Ich habe niemanden getroffen. As we are flying Zero, it makes the Wildcats look like a piece of junk. Ja, okay. Die Zeros haben uns zusammengeschossen. Offensichtlich.
Was ist da oben passiert? Ja, das würde mich auch mal interessieren. Ich habe versucht, sie zu stoppen. Lügner! Lügner! Ah, da waren überall Japaner. Nirgendwo waren welche. My wingman completely outclassed by the veteran. Ja, also, da waren ganz viele. Meine Flügelmänner hatten überhaupt gar keine Chance. Die waren einfach viel zu schlecht gegen die Veteranenpiloten der Japaner. Ja, wir können den Krieg nicht gewinnen, wenn wir nicht die Japaner aufhalten. Ach. Ah. Die haben noch einen weiteren unserer Träger erwischt, als wir auf Patrouille waren. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Sir. Ja, da waren ganz viele Japaner. Das ist nothing. Ja, du musst nichts zu sagen. Ich glaube nicht in Entschuldigung. Versuch's nur harter nächste Time. Next time. Also versuch's besser. Nächstes Mal. Schlaf dich aus. Nee. Da lade ich neu, da bin ich eiskalt. Ja, okay. Nur gucken, ob ich auch richtig war. Das hatten wir alles. Bla 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 bla. Und Start. Ich drücke jetzt einfach nicht N. Ich warte jetzt einfach. In der Hoffnung, dass ich in die richtige Richtung fliege, nicht vom Feind weg. Aber da sieht man mal, dass irgendwie auch einiges an Dimensionen nicht stimmt. Aber das ist ja normal gewesen in den Spielen. So. Bleiben wir einfach so, wa? Sind das da hinten böse? Ich kann sie auf jeden Fall nicht über T anvisieren. Ihr seht auch schon, das ist ganz... leicht, das ist leicht mehr. Also. Warum fliegen mir die denn weg? Ach nee, tun sie nicht. Wer ist denn das da vorne dann? Steigen. Ich drücke jetzt doch mal. Ich traue mich. Einmal da müsste ich ja drücken dürfen. Ah. So, jetzt kann ich sagen, er. Entire Squadron. Attack Target, dann ergreifen die ja nur den einen an und fliegen, glaube ich, dann wieder Informationen zurück. Also muss ich schon sagen. Break Formation. Warum gehen die nach unten? Einmal ein bisschen zur Seite, flop, fällt sie gleich nach unten. Okay, die gehen auch nach unten. Oh. Da habe ich ja Lust drauf. Ich voll nach oben, voll nach oben. Ich bin abgetaucht und versuche jetzt nach oben zu ziehen und habe dafür nicht genug Airspeed. Jetzt komme ich wieder hoch. So viel zum Thema Break Formation. Ne, ich flieg weiter.
Mhm. Kann jemand Japanisch? Ist das einfach nur so, wie wenn Amerikaner Englisch Deutsch sprechen? Für mich war das ein Treffer da vorne. Auf mich? Nee. Okay, scheinbar. Ich weiß nicht, ob das heißt, dass ein eigener abgeschossen wurde. Ich glaube ja. Ja, sind weniger. Ah. Fliegen Teile rum. Nein, nein, nein. Da war ich zu. Ja. Ja, jetzt wissen wir ja, wie es geht. Ja. Mann. Soll ich das jetzt nächstes Mal rausschneiden? Den Mist. Sind die jetzt wieder an der gleichen Stelle? Ja. Voll hoch. Gut, nur 200. Aber schneller kann sie halt auch nicht, ne? Mehr kommt da nicht. Oh, doch. Ja. What? Wie schießen die denn auf mich? Oh, ich hatte 250. Na, fast 250. 200. Das ist irgendwie ganz komisch. Die Art und Weise, also das Flugmodell ist richtig. Kann sein, dass das bei Strike Commander auch so war, aber da merkt man das halt nicht so. Keine Ahnung, ob ich den erwischt habe. Wahrscheinlich eher weniger. Ne, da ist er noch. Und weil ich halt immer die linke Hand, wie bei Aces, auch auf den ja, Gastasten, Power Level, also ja, da man da immer damit rumspielen muss, kann ich jetzt natürlich das Querruder nicht nehmen. Aber dazu müsste ich die Tasten loslassen. Also, Okay. Bis gleich.
Magie? Scheiße. Da, jetzt bleibt aber so. Volldampf. Bisschen mehr Dampf. Ja, passt schon. Achso, ich hatte die Panning Control mal auf Maus umgestellt. Ah ja, okay. Das heißt das. Er ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber dann muss ich den Joystick loslassen, ne? Vollgas. Vollgas. Ah, unten ist die... Ah, seht mal. Habt ihr das gesehen hier? Die Anzeige, die ganz rechts außen. Die in der Mitte rechts außen. Ganz rechts außen ist noch eine. Das ist Power. Okay. Und wenn ich 9 drücke, bin ich so. Das ist 0. Und das ist auch das Maximum. Okay, 0 ist also das Maximum. Oh, irgendwie wieder gerade getroffen. Ich ziehe voll nach oben. Gut, ich bin auch ein bisschen langsamer wieder geworden. La la la. Da unten ist einer. Ach, dann halt nicht. Brauch dich auch nicht anwählen. Wie fliegt der denn? Also, sorry. Die KI cheatet doch. Das ist, wurde gerade wer abgeschossen? Ich sehe keinen jetzt hinter mir direkt. Ah. Aber jetzt ist er weg. Ich habe ihn abgelenkt. Auch irgendwie so mit 200 kann man gar nicht fliegen. Mit 250 ist man zu schnell und schießt an einem vorbei. Nein, nein, ich flieg diesmal nicht rein. Ganz bestimmt nicht. Nein! Wie oft muss ich den denn treffen? Also, meine... What? Okay, da ist auch schon gleich die Antwort hinter mir. Glaube ich. Nee, das ist der nicht. Da. Ich muss hier sagen, Explosionen und sowas mit den transparenten Wolken oder halbtransparenten Wolken, das sieht schon richtig klasse aus. Auch diese sehr brillanten Farben, sehr hell und so weiter, das gefällt mir. Okay, da sind noch 4 Stück. Ich habe 4-mal gedrückt, bis ich den da oben wieder angewählt hatte. Hä? Vielleicht sollte ich mir dann den Kollegen hier unten vornehmen.
Jetzt bin ich wieder sehr schnell. Gleich mal bremsen. Hätte ja sein können, dass ich ihn mal treffe. Das war halt bei Aces schön, dass man nach oben gucken kann, aber so eine Ansicht gibt's hier nicht. Okay, ich denke, man könnte natürlich mit Padlock oder so rausgucken, aber ich kann euch das ja mal zeigen, wie das aussieht. Verwirrend. Ist das, worauf ich hinaus wollte? Dann halt den, ey. Ja, Volldampf. Weiß nicht, warum es hier diese blöde Verfolgungskamera gibt. Die braucht kein Mensch. Aber so nach oben gucken wäre mal nice. Abgeschossen, aber wird jetzt beschossen, ne? Der schießt einfach so nach oben. Okay. Wir haben echt krasse Steigraten. Ja, ja, Selma, das ist eine Zero. Mhm. Das ist doch keine Zero, oder? Jetzt hab mich bewegt. Hätte ich nicht machen. Okay. Er hat einen. Gibt's noch einen? Ja, da hinten gibt's noch welche, ne? Da, oder? Gibt immer noch vier. Alter Schwede. Da will ich aber nicht alleine hin. Dann nehme ich den Jester mal mit. Ach Quatsch. Okay. Netterweise hat er zugestimmt, das Ziel anzugreifen. Oh, ich bin auch langsam. Mal anders hinsetzen. So. Ich hab nicht mal den Joystick angefasst, gerade bei dem Gewackel. Habt ihr das gesehen? Ich fasse jetzt wieder den Joystick an. Bin sogar gleich dran gekommen und es passiert nichts. Versuche nach links zu lenken. Ungefähr Hälfte. Ja, jetzt bewegt er sich. Bleib mal schön hier. Oh, Zeit beschleunigen. Oh. Okay. Aber die eigene KI kann dann nicht so gut beschleunigen. Ich ziehe jetzt komplett nach oben. Okay. Und jetzt plötzlich ging's. Also. Und ich hatte 250. Ah, ist das. Ich sollte aufhören, darüber zu meckern, aber es fühlt sich halt so komisch an. Nervt euch das? Sehr gut, mich auch. Oh. Da ist er. Ein bisschen langsamer. Okay, er fliegt durch. Aua! Was? Oh. Jetzt muss ich leider eine Ehrenrunde drehen. Wir sind schon wieder zum Träger zurück, ja. Da hinten ist noch einer. Da ist er. Und...
Den habe ich bei Strike Commander nicht so oft gebraucht, den Time Burst, aber hier braucht man den echt. Er hat geworfen. Also das ist die Sonne. Hat er auch getroffen, die kleine Drecksau? Also mich auf jeden Fall, oder? Ja. Wo ist er? Irgendwer trifft ihn oder wird getroffen? Moment. Die schießen in die Richtung. Ist das? Keine Ahnung. Weiß man nicht. Unter mir. Der fliegt nochmal an. A Balls of Fire. Da, oh. Der muss ja jetzt irgendwo ne... Da. Jetzt abgeschossen? Nee. Weil er so fröhliche Musik kurz war. Doch. Okay. Wo denn? Wo? Die war noch... Ich hab die doch gerade... Also der letzte wurde doch abgeschossen. Und ich war beim Träger, hab Autopilot gedrückt und plötzlich kommen neue. Nein! Entire Squad. Attack Target. Sind ja auch alle wieder da. Nee, doch nicht. Scout und Dallas, die waren vorher nicht da, oder? Ich glaube, dass diese Stuppler, da hatte David von Beste Computerspiele ja gesagt, dass die, dass er mir da wenige von wünscht. Und ich habe mich gefragt, was für Freezes, aber ich glaube, er meinte das. Bin gewillt, wenn es gleich jetzt hier nicht mehr weitergeht, auszusteigen und zu gucken, was passiert. Weil eigentlich müsste ich ja hier aufgesammelt werden. Wahrscheinlich gibt es eine Standpauke, weil ich ein Flugzeug verloren habe oder so ein Dreck. Jetzt reiß ich mal zusammen hier, Kollege. Ne, da sind sie. Hellcat, oder? Keine Ahnung, das kann ich nicht anvisieren da hinten, aber den kann ich anvisieren. Da ist der jetzt dran. Da sind noch zwei. Hauen die ab? Nee. Mhm. Kein Problem.
Oha. Eine Artillerie getroffen. So. Anti-Air-Artillerie. Komm, den kriegen wir noch. Okay, ist was explodiert. Aber er fliegt immer noch. Rüber! Rüber! Jemand anders hatten. Dann der da hinten. Fliegt ihr da rein? Okay. Okay. Keine weiteren Fragen. Fliege freiwillig zurück. Einen Abschuss, oder? Okay, das ist wirklich anders. Deswegen habe ich das eben gemacht. Wir sind in die wirklich guten Piloten diesmal, an die wirklich guten Piloten diesmal geraten. Und sie haben Zero geflogen. Zeros geflogen. Unsere Flieger sehen aus wie ein Stück Scheiße dagegen. Ah, wie Müll. Wie ein Piece of Junk ist Müll. Und was da passiert? Oben, up there. I shot me some Zap, sir. What a fight. Okay. Ist schon insgesamt ein bisschen positiver. Wir haben ein paar Jabs abgeknallt. War ein großer Kampf. Meine Flügelmänner waren auch sehr gut, wenn man alles bedenkt. Okay. Gute Arbeit, mein Junge. Was wirklich wichtig ist, dass wir keinen unserer Träger verloren haben. Jetzt kannst du schlafen gehen. Uiuiui. Ui, ui. Also ich muss sagen, ich habe nicht richtig Bock auf diese Flugszenen. Aber auf die Story und diese Zwischensequenzen und die Gespräche, da habe ich richtig Bock drauf. Hey, want some good news? Willst du ein paar gute Neuigkeiten? Oh, das wäre mal was anderes. Ja, was gibt's? Wenn wir zurück nach Pearl zum Refit, also Umbau, kommen, dann gibt es neue Flugzeuge. Das letzte oder neueste Modell der Wildcat, F4. Mit mehr Waffen, mit mehr Geschützen und mehr Panzerung. Könnte der Yap-Killer sein, den wir uns immer gewünscht haben. I doubt it. Okay. Nummer 6. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt Lust auf mehr. Wenn ja, können wir uns gerne jeden Dienstag um 20 Uhr auf twitch.tv/prettyoldpixel in eins durchgeschrieben sehen. Blättern wir in einer alten Computerzeitschrift. Freitags ist Spieleabend, da spiele ich ein Spiel, was wir vorher hier im Stream hatten oder im Replay hatten. Nicht im Stream. Streame ich ein Spiel, was wir vorher im Replay hatten. Ach, ist das kompliziert. Müsst ihr euch einfach merken, nur Spiele, die ihr vorher hier schon mal auf YouTube gesehen habt. Weil ich mir sozusagen den Appetit dann nicht verderben will auf diese Spiele oder den Ersteindruck ist wahrscheinlich passender, treffender beschrieben. Bleibt gesund, uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.